paar Monate, bevor es hier losging, war ich gecastet für die Charité und habe dann die Drehfassung gelesen. Ich suche da erstmal so persönlich, so was teile ich mit der Figur. Meine Oma habe ich gefragt, weil mein Urgroßvater hat an der Charité tatsächlich gearbeitet. Ja, so ein paar Bücher immer so mal quer durchgelesen, irgendwie so Sachen über Preußen. Gibt so ein bisschen Literatur. Es war auch eine Zeit mit vielen Entbehrungen. Es war auch die, gerade die Zeit am Krankenhaus für einen Arzt oder auch für alle anderen, die am Krankenhaus gearbeitet haben, war das eine wahnsinnig anstrengende und stressige Zeit mit eigentlich so gut wie keiner Freizeit. Hygiene, großes Wort, war, glaube ich, nicht so weit oben und nicht so leicht zugänglich wie für uns heute. Wir gehen ja irgendwie jeden Tag duschen. Ich glaube, das war alles schon total überbewertet damals und man hat irgendwie in feuchten, schimmligen Hinterhöfen geschlafen. Wenn man jetzt nur so ausgeht von dieser Krankenhauswelt, die wir da auch erzählen, so, ne, bei allem Hochinteressanten, was da geschieht, sieht man ja auch, dass es wirklich düster gewesen sein muss. Viel Blut und Verderben und viel Dreck und glaube ich, nein, keine Zeit für mich, in der ich jetzt unbedingt hätte groß werden müssen. Aber es ist schön, das mal so am Rande mitzubekommen. Wir drehen ja 6 Folgen und die alle durcheinander. Aber wir sind seit 2 Monaten trotzdem im gleichen Gebäude. Das heißt, am Tag drehst du eine Folge aus Szene 1, eine aus Szene 6, komplett durcheinander gemischt. Und da einfach den Überblick zu bewahren, in welcher Emotion du gerade bist, was vorher passiert ist. Ich glaube, das ist bei so einer Serie eine ganz besondere Herausforderung. Dann hat die Ida ja zusätzlich, steht ja zwischen verschiedenen Personen sozusagen, da dann den Überblick zu bewahren, wie sie gerade zu wem steht und wem sie gerade zugeneigter ist. Das war, glaube ich, vom Emotionalen her eine Herausforderung hier. Anspruchsvolle Bücher, anspruchsvolle Szenen, eine ganz andere Körperlichkeit, eine ganz andere Sprache, dadurch, dass es historisch ist. Also man kann sich da nicht in irgendwas Jetziges retten. Auf ein Wort, Herr Professor. Kann das nicht wahr? Nein. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Sie sind Kaninchen im Labor. Ich bin hier unerkanntlich, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Das ist doch herrlich. Yes. Das ist natürlich ein Wurst. Hast du das drauf gehabt? Wir haben auch wahnsinnig viel Spaß, trotz des großen Pensums, was wir jeden Tag zu stemmen haben. Ich kann das alles noch gar nicht so richtig glauben, da bei sowas dabei sein zu dürfen. Das ist ein unbeschreiblich tolles Team. Sönke Wortmann ist ein so großer Regisseur. Und es ist tatsächlich einfach so, ich sag das jetzt in die Kamera hier rein. Ich bin ein Sensibelchen und er weiß genau, dass er mir wirklich ein offenes Lächeln schenkt, auch wenn er vielleicht gerade wirklich 1000 andere Sachen im Kopf hat und trotzdem in diesen Raum gibt. Das ist meine Ausbildung für diesen Beruf, was die Setarbeit betrifft. Weil das ist eine parallele Energie sozusagen, die zu der Energie der Szenen stattfindet. Und das ist einfach unbeschreiblich toll, das alles kennenlernen zu dürfen.